Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genre-Mix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. 1. Naturhaushalte. Setzen, sagte Inge Lohmark, und die Klasse setzte sich. Sie sagte, schlagen Sie das Buch auf Seite 7 auf. Und sie schlugen das Buch auf Seite 7 auf und dann begannen sie. Mit den Ökosystemen, den Naturhaushalten, den Abhängigkeiten und Wechselbeziehungen unter den Arten, zwischen den Lebewesen und ihrer Umwelt, dem Wirkungsgefüge von Gemeinschaft und Raum. Sie sehen niemand. Kein Tier, kein Mensch, kann ganz für sich alleine existieren. Zwischen den Lebewesen herrscht Konkurrenz. Und manchmal auch so etwas wie Zusammenarbeit. Aber das ist eher selten. Die wichtigsten Formen des Zusammenlebens sind Konkurrenz und Räuber-Beute-Beziehung. Während Inge Lohmark an der Tafel Pfeile von den Moosen, Flechten und Pilzen zu den Regenwürmern und Hirschkäfern, Igeln und Spitzmäusen, dann zur Kohlmeise, zum Reh und zum Habicht, schließlich einen letzten Pfeil zum Wolf zog, entstand nach und nach die Pyramide, auf deren Spitze der Mensch neben ein paar Raubtieren hockte. Eine Tatsache ist es, dass es kein Tier gibt, das Adler oder Löwen frisst. Übertragen Sie das in Ihr Heft. Was sie sagte, wurde gemacht. Der Hals der Giraffe. Bildungsstück. Nach dem gleichnamigen Roman von Judith Schalansky. Hörspielbearbeitung und Regie Beate Andres. Das Jahr begann jetzt. Es begann für sie heute, am 1. September, der dieses Jahr auf einen Montag fiel. Und Inge Lohmark fasste ihre guten Vorsätze jetzt, im verwelkten Sommer und nicht in der grellen Silvesternacht. Spärliches Publikum in ihrem Naturtheater. 12 Schüler, 5 Jungen, 7 Mädchen. Der 13. war wieder zurück auf die Realschule gegangen, obwohl die Schwanecke sich mächtig für ihn ins Zeug gelegt hatte. Irgendeine Konzentrationsstörung. Was kam als nächstes? Eine Biologieallergie? Es lohnte einfach nicht, die Schwachen mitzuschleifen. Parasiten am gesunden Klassenkörper. Wer den hoffnungslosen Fällen weismachte, dazuzugehören, der brauchte sich nicht zu wundern, wenn sie irgendwann mit Rohrbomben und Kleinkalibergewehren in die Schule marschierten, um sich zu rächen für all das, was ihnen jahrelang versprochen und immer wieder vorenthalten wurde. Und dann mit Lichterketten kommen. Aber die Schwanecke mit ihrer Integrationswut hatte es wieder nicht lassen können. Carola, sollen wir sie nennen, hatte Inge Lohmark eine Schülerin sagen hören. Carola, meine Güte. Sie waren doch nicht beim Friseur. Inge Lohmark sitzte ihre Schüler ab der 9. Klasse. Es war eine Angewohnheit aus der Zeit, in der sie in diesem Lebensjahr der Jugend geweiht worden waren. Mit Weltall, Erde, Mensch und sozialistischem Nelkenstrauß. Wie sie auf der Lehrerkonferenz ihr Engagement für den Idioten aus der 8. verteidigt hat. Die Stirn in Falten geworfen, mit ihrem rot angemalten Mund ins Kollegium gerufen. Wir brauchen schließlich jeden Schüler. Es hätte nur noch gefehlt, dass ausgerechnet sie, die kinderlose Schwanecke, die vor kurzem auch noch von ihrem Mann sitzen gelassen worden war, davon angefangen hätte, dass die Kinder doch unsere Zukunft wären. Von wegen Zukunft. Diese Kinder hier waren nicht die Zukunft. Genau genommen sind die die Vergangenheit. Vor ihr saß die Klasse 9. Es war die letzte, die es am Charles-Darwin-Gymnasium geben sollte und die in 4 Jahren ihr Abitur machen würde. Und Inge Lohmark sollte ihre Klassenlehrerin spielen. Kevin. Kevin schreckte hoch. Nennen Sie ein paar Ökosysteme unserer Region. Sein Vordermann feixte. Na warte. Paul? Was ist das für ein Baum da draußen? Paul schaute aus dem Fenster. Danke. Das haben wir noch nicht gehabt. Ein Gehirn wie ein Hohlorgan. Ach ja?
Und zur ganzen Klasse. Frontalangriff. Denken Sie doch alle noch einmal nach. Stille. Schließlich meldete sich der Pferdeschwanz in der ersten Reihe. Und Inge Lohmark tat ihm den Gefallen. Sie kannte sie alle. Art, Gattung, Ordnung, Klasse. Aber erstmal wollte sie sich nur ihre Vornamen merken. Annika, brauner Zopf, langweiliges Gesicht, vortragsgeil. Klassensprecherin seit der Geburt. Jakob, ein Pfarrerskind, typischer erste Reihe Schüler. Tom, winzige Augen im feisten Gesicht, ein Grottenolm ist schöner. Kevin, löchriger Oberlippenflaum, Talg, blühendes Gesicht. Stupide, aber fordernd. Ein Nervbolzen. Paul, Kevins Stirn, nackiger Widersacher. Mähniger Rotschopf, intelligente, aber faul. Ferdinand, wirbelreich wie ein Rosettenmeerschwein, ausgesprochen spätreif. Ellen, dumpfes Duldungstier. Die Miene weinerlich vom Pausengehänsel. Erika, das Heidekraut. Gepflegte Traurigkeit in geneigter Haltung. Sommersprossen auf milchiger Haut. Verrutschtes Auge. Fester Schieferblick. Müde und gleichzeitig wach. Jennifer, von Geburt an selbstsüchtig. Keine Aussicht auf Besserung. Saskia, ohne Schminke, möglicherweise hübsch. Zwanghafte Fellpflege. Wie immer, keine großen Überraschungen. Pferdeschwänzchen war schon fertig. Inge Lohmark trat ans Fenster. Die Bäume hatten sich schon zu verfärben begonnen. Das abgebaute Chlorophyll machte die Bühne frei für die leuchtenden Blattpigmente. Carotinoide und Xanthophylle. Jedes Jahr das gleiche Spiel. Sie würden alle eines Tages gehen. Nur sie allein würde zurückbleiben, mit trockenen Händen vom Kreidestaub. Wie der englische Gelehrte, der seiner Universität über den Tod hinaus verbunden bleiben wollte. Sein letzter Wunsch wurde ihm erfüllt. Man zog seinem Skelett seine Kleider an, stopfte sie mit Stroh aus, balsamierte den Schädel ein. Sie hatte ihn gesehen, als sie in London war. Claudia hat damals studiert. Alte Menschen, fing sie plötzlich an. Alte Menschen erinnern sich selbst dann noch an die Schulzeit, wenn sie alles andere schon vergessen haben. Sie drehte sich um. Entgeisterte Gesichter. Man musste höllisch aufpassen. Ehe man sich versah, diskutierte man im Unterricht allerlei Blödsinn. Frühstücksvorlieben, Ursachen der Arbeitslosigkeit, Haustierbeerdigungen. Das Wetter war das Gefährlichste. Vom Wetter ist es nur ein Katzensprung zur persönlichen Befindlichkeit. Betont langsam ging sie zurück zum Lehrerpult. Es gibt Fälle, bei denen sich die Alzheimer- und Demenzkranken weder an die Namen ihrer Kinder noch an die ihrer Ehepartner erinnern können, wohl aber an ihre Biologielehrerin. Jetzt hatte sie sogar angefangen, sich mit dem Zeigefinger an den Kopf zu tippen. Die Klasse schaute betroffen. Weiter im Text. Etwa 2 Millionen Arten gibt es auf der Welt. Und wenn sich Umweltbedingungen ändern, dann sind sie gefährdet. Absolutes Desinteresse. Kennen Sie Arten, die bereits ausgestorben sind? Eine Handvoll gereckter Ärmchen. Ich meine, außer den Dinosauriern. Sofort waren die Arme wieder unten. Der Auerochse zum Beispiel. Das Urwildpferd. Der Gänsegeier. Der tasmanische Beutelwolf, der Riesenalk, der Dodo und die stellische Seekuh. Sie hatten ja keine Ahnung. Ein riesiges Tier, das im Beringmeer lebte, mit einem tonnenschweren Körper und einem kleinen Kopf und verkümmerten Gliedmaßen. Die Seekuh war ein stilles Tier. Nur wenn sie verwundet wurde, seufzte sie kurz auf. Sie war von Natur aus zahm und kam immer gern ans Ufer, sodass man sie leicht streicheln konnte, aber eben auch töten. Woher wissen Sie das so genau? Erika, einfach so, ohne sich zu melden. Die Frage war berechtigt. Von Georg Steller. Georg Steller, einem deutschen Naturforscher. Er war einer der Letzten, der sie lebendig sah. Was Ihre Eltern wohl machen? Früher hätte ein Blick ins Klassenbuch genügt. Intelligenz, ja, Angestellte, Arbeiter, Bauern. Offiziere zu den Arbeitern, Pastoren zur Intelligenz, ja. Ellen meldete sich. Ja? Was haben die mit ihr gemacht? Gegessen. Soll wie Rindfleisch geschmeckt haben. Und welche Arten sind vom Aussterben bedroht? Eine bei uns heimische Art beispielsweise. Totale Verunsicherung. Vom Schreiadler gibt es in Deutschland nur noch etwa 100 Paare. Sie ernähren sich vor allem von Eidechsen und Singvögeln. 2 Eier legen sie, aber nur eines der Jungen überlebt. Richtige Betonung. Jetzt horchten sie auf. Das Junge, das zuerst schlüpft, tötet das Nachgeborene. Ein paar Tage hackt es auf ihn ein.
bis es stirbt und dann von den Eltern verfüttert wird. Man nennt das angeborenen Kainismus. Der Pfarrerssohn rührte sich nicht. Also, noch einmal. Ein Geschwisterchen tötet das andere. Warum legen Sie dann überhaupt zwei Eier? Paul. Na, zur Reserve. Und die Eltern? Tabea machte große Augen. Die schauen zu. Kein schlechtes Schlusswort. Auf den Punkt genau. Jetzt stopften sie tatsächlich schon die Bücher in die Taschen. Aber Inge Lohmark ging gleich in die Verlängerung. Klare Verhältnisse von der ersten Stunde an. Stehen Sie bitte auf. Stehen Sie bitte auf. Sie holte tief Luft, um den Moment noch etwas zu verlängern. Zu Donnerstag bearbeiten Sie bitte die Aufgaben 5 und 6. Kunstpause. Sie dürfen jetzt gehen. Es klang gnädig. Sollte es auch. Sofort stürzten sie hinaus. Inge Lohmark öffnete das Fenster. Endlich frische Luft. Einatmen, tief einatmen. Das tat gut. Es roch nach Herbst. Reflexartig kamen die Erinnerungen. Was war im letzten Jahr? Kattners Verkündigung. Fassungslose Kollegen. Was haben Sie denn gedacht? Dass im letzten Moment noch eine akademische Großfamilie hierher zieht? Und im vorletzten Jahr? Die ersten Strauße. 9 Tiere, denen Wolfgang farbige Strumpfbänder angezogen hatte, damit er sie auseinanderhalten konnte. 9 Strauße in bunten Strapsen, die über die Weide rannten. Jeden Tag kamen Schaulustige. Einen Hauch höher, bitte. Oh, das fehlte noch. Auf dem Flur stand die Schwanecke mit 2 Schülern aus der 11. Die beiden Jungen pressten einen Rahmen an die Wand. Sie dirigierte mit rudernden Armen. Ein kurzes Kleid über der Jeans. Hasch mich, ich bin der Frühling. Ja, ja, so ist es gut. Ah, Frau Lohmark. Schwanecke tat erfreut. Ich dachte, wir könnten den Flur ein wenig verschönern, wo wir das Schuljahr mit dem Impressionismus beginnen. Tatsächlich hing jetzt an der Wand ein sumpfiges Geschmiere in Querformat. Dachte ich, Monets Seerosen passen so gut zu ihren Quallen. Ich dachte, ihre Quallen könnten etwas Gesellschaft brauchen. Nur die Ruhe bewahren. Das kluge Tier wartet ab. Heckelsquallen, liebe Kollegin, das sind immer noch Heckelsquallen. Es geht nämlich um die Impression. Ganz, ganz unmittelbar. Schimmlige Flecken auf fauligen Farben, verwesende Süße und Mordergeruch. Moderne hin oder her, die Schönheit der Natur bedurfte keiner Verfremdung. Von welch bestechender Klarheit, von welch entschlossener Pracht waren dagegen Heckels Quallen. Die untere Ansicht einer Taschenqualle, mitsamt ihren fliederfarbenen, gekräuselten Strahlenkranz. Das achteckige Mundrohr wie ein Blütenkelch. In der Mitte der purpurne Trichter der Scheibenqualle. Und ganz rechts die gläserne Herrlichkeit der Blumenqualle, aus deren genoppten Schirm 2 nahezu symmetrische Fangfäden wuchsen. Ausladende Girlanden mit roten Nesselknöpfen wie von Perlen besetzt. Am Anfang war die Qualle. Ihre Vollkommenheit blieb unerreicht. Kein 2-Seitentier konnte so schön sein. Nichts ging über die Radialsymmetrie. Genug jetzt. Quallen leben in salzigen Gewässern, Seerosen in süßen. Einen guten Tag, Frau Schwanecke. An der Wand neben dem Eingang des Hauptgebäudes stand in roten Sprühbuchstaben: Das Darwin stirbt aus. 4 Jahre noch, dann war hier Schluss. Auch für sie. Inge Lohmark machte sich keine Illusionen. Irgendwo noch einmal neu anfangen. Kattner hatte noch mal ein Kind gezeugt, hieß es jedenfalls. Mit einer ehemaligen Schülerin, kurz nach dem Abitur. Strafrechtlich sauber. Ihr Jahrgang. Der alte Sack. Umziehen kam jedenfalls nicht in Frage. Nicht mit Wolfgang und seinen Straußen. Jetzt, wo sie endlich brüteten. Lieber sollte Claudia wieder herkommen. Ist ja lange genug weg gewesen. Auslandserfahrung sammeln, 12 Jahre schon, eine halbe Ewigkeit. Die Jüngste war sie auch nicht mehr. Könnte langsam mal anfangen mit dem richtigen Leben. Ein Haus bauen, zum Beispiel. Neben den Stallungen war noch Platz. Ein stattliches Grundstück mit Blick auf die Polderwiesen. Sie würde täglich bei ihr vorbeigehen. Dann würden sie zusammen auf der Terrasse Kaffee trinken und auf die Wiese schauen. Trinkt Claudia überhaupt Kaffee?
wie sie das gesagt hatte. Hat man sich einmal an die Sonne gewöhnt, ist man für Mitteleuropa verdorben. Mitteleuropa. Wie das schon klang. Alle machten sich vom Acker. Abhauen war ja keine Kunst. Das hatte sie immer den anderen überlassen. Freiheit wird überbewertet. Im Lehrerzimmer hockten Thiele und Meinhard über ihren Brotdosen. Nein, die Lohmark, die geht bestimmt zu ihrer Tochter nach Amiland. Schaut vom Veranda-Schaukelstuhl aus den Enkeln beim Spielen zu. Kattner, der Alleskönner, der Dauerdurchhalter, das wechselwarme Wesen. Aus dem Übergangsdirektor war ein gut gelaunter Vollstrecker geworden, der den Laden am Laufen hielt, solange es diesen Laden eben noch gab. So neu. Und so dramatisch einmalig sind sterbende Landschaften überhaupt nicht. Anderswo werden auch Schulen geschlossen, auch im Westen. Ruhrgebiet zum Beispiel. Ja, halb Niedersachsen steht leer. Kattner biss in eine Möhre und lehnte sich zurück. Die Martens, ja. Die Martens hätte ein wenig schlauer geraten müssen dann. Wären wir fein raus gewesen. Wie die Kaninchen. Kattner steckte die Möhre in seine Faust. Drei solche Familien und wir wären gerettet gewesen. Wir hätten noch Klassen bis zur Rente. Na, du hast dir ja alle Mühe gegeben, damit es reicht. Aber du hättest wohl ein wenig früher anfangen müssen. Kattner beugte sich wieder vor. Jetzt hör mir mal zu, Lohmark, ja? Wir mussten uns alle evaluieren lassen. Wir hatten alle Hospitanzen, nicht nur du. Dass er jetzt wieder damit anfängt. Frau Lohmark unterrichtet frontal, stand in dem Bericht. Ja, wie denn sonst, Klugscheißer? Gesprächskreise wie die Schwanecke? Gruppenarbeit etwa? Wirklichkeitsnäher sollte ihr Unterricht werden, wurde ihr danach empfohlen. Was für ein Schwachsinn. Wirklichkeitsnah ist die Biologie doch sowieso. Aber das ist mal wieder typisch. Erst das Tiere töten, für die Sezierstunde verbieten und dann mehr Wirklichkeitsnähe fordern. Also ich verspreche euch, wir machen diese Schule zukunftsfähig. Gemeinsam. Zusammen mit den Schülern. Wir brauchen einfach mehr Engagement. Versteht ihr? Deshalb habe ich beschlossen, dass ich wöchentlich eine Ansprache halte. Ja, Motivationstraining, um den Zusammenhalt zu stärken. Eine Zukunftsrede, das kennt ihr ja. Der ist wohl nicht ausgelastet. Wenn du das wirklich wöchentlich machst, dann ist es doch gar nichts Besonderes mehr. Der Trick hat schon früher funktioniert. Lohmark, du hast recht. Einmal im Monat, am Montag. Oh, um Gottes Willen, nein, besser. Besser mitten in der Woche, ja? Am Mittwoch, in der großen Pause. Am ersten Mittwoch jeden Monats, so machen wir's. Also sportfrei. An der Tür drehte er sich noch einmal um. Und ein Hoch auf die Frischluft, Kollegin. Stillgestanden. Die Linie war wellig. Brust raus, Po rein. Zwei Mädchen mussten miteinander tauschen, ehe die abfallende Reihe wieder stimmte. Übersicht ist alles. Sport frei. Drei Runden zum Aufwärmen, ohne Abkürzung. Sie wissen, ich habe meine Augen überall. Hopp, hopp, hopp. Plumpe Motorik, wackelnde Fettpolster. Kein Blumentopf ist mit denen zu gewinnen. Es kamen aber auch keine Kader mehr, die sich das eine oder andere Pferdchen aus Lohmarks Stall geholt hätten. Die Sportfeste damals. Spikes unter den über die Grenze geschmuggelten Laufschuhen. Die frisch geweißten Linien auf der roten Aschebahn. Lautsprecherstimmen. Immer den Blick dafür, wer für was taugte, jenseits der Sportweisheiten. Wer über genug Demut und Disziplin verfügte, um sich irgendwann im Wettkampf durchzusetzen. Dass sie sich überhaupt noch trauten, Weltmeisterschaften auszurichten, wo doch so viele Talente unerkannt blieben. Aber es zählt ja nur das Ergebnis, nicht das Potenzial. Der Wagen gab nur ein heiseres Röcheln von sich. Wolfgang meinte sowieso, dass sie ein neues Auto brauchte. Brauchte sie nicht. Sie ließ den Wagen stehen und ging zur Haltestelle. Mit Spanplatte vernagelte Fensterlöcher. Der Abdruck eines abgerissenen Hauses in der Brandmauer. Weit verzweigte Risse. Wie diese Geisterstadt in der Mojave-Wüste, die sie besichtigt hatten. Sogar Eintritt hatten sie bezahlt. In der sengenden Mittagssonne eines besonders heißen kalifornischen Sommertags. Das einzige Mal, dass sie und Wolfgang drüben waren, um Claudia zu besuchen. Bestimmt 10 Jahre her. Damals hieß es noch, dass Claudia bald wiederkommen werde. Dass sie nur noch diesen einen Kurs beenden und vorher ihren Eltern zeigen wolle, wo sie das letzte Jahr gelebt hatte.
Sie hatten es wirklich geglaubt. Sie alle. Am Eingangstor eine Tafel mit den Einwohnerzahlen. Von der Gründung bis zum Ende. Von einigen hundert bis null. Auch diese Stadt hier würde sich von der Populationsschwankung nicht mehr erholen. Und niemand würde später für ihre Besichtigung Geld bezahlen. Eine Stadt im vorpommerschen Hinterland, die außer dem Sitz der Kreisverwaltung nichts mehr zu bieten hatte. Aber wenigstens wächst hier was. Eine Unmenge von Pflanzen, die ihren Weg ohne menschliches Zutun in diese Siedlung gefunden hatten. Die filzigen weißen Blätter des gemeinen Beifußes, der Krautteppich, der Vogelmiere, der unausrottbare Gänsefuß, die strahlenlose Kamille, das trittfeste Mastkraut, die hinterlistige Quecke, das herzergreifende Hirtentäschel. In jedem kleinen Blatt, in jedem winzigen Chloroplast passierte Tag für Tag das Wunder, das uns alle am Leben hielt. Epidermis cuticular, Palisadengewebe. Eine wuchernde Eingemeindung, eine friedliche Revolution. Blühende Landschaften. An der Haltestelle hatten sich schon die Fahrschüler zusammengerottet. Sie hatten das Opfertier Ellen im Visier. Es galt das Faustrecht. Wenn die so mutlos schaut, braucht sie sich nicht zu wundern. Gehören immer zwei dazu. Sie hörte schon die Jammerschreie. Frau Lomark, Frau Lomark. Aber da war sie bei ihr an der falschen Adresse. Frau Lomark, Frau Lomark. Zum Opfer macht man sich immer nur selbst. Etwas abseits stand Erika. Den Rucksack zwischen den Füßen, das rechte Bein angewinkelt, eine Schulter höher als die andere, das Gesicht unsymmetrisch wie ein Ulmenblatt. Die linke Hand, eine halboffene Faust, kreisende Kastanien. Das Kinn sah energisch aus, auf der Wange ein weißer Fleck. Ein Storchenbiss. Woher hatte sie den? Ein Unfall bei der Geburt, eine schlecht verheilte Narbe. Was kümmerte sie das? Sie könnte ihre Tochter sein. Ach was, meine Enkelin. Woher kam jetzt dieser blödsinnige Gedanke? Wie hat Katner das nur angestellt? Süßholz raspeln. Wie hat er wohl das Mädchen rumgekriegt? Sie könnte wirklich ihre Enkelin sein. Schließlich hatte sie ja eine Tochter. Was um Himmels Willen will Claudia dort? Mittlerweile hatten sie Ellen eingekreist. Kevin als Rudelsführer. Der dicke Tom grinst breit und ist froh, auch mal mitmischen zu dürfen. Sie schubsten sie ein wenig hin und her, nahmen ihr den Haarreif weg. Pure Langeweile. Sie war so blöd mitzuspielen und rannte ihnen hinterher. Der Haarreif im Dreck. Ellen, die sich bückte. Kevin, der sie schubste. Oh, kann jetzt endlich mal der Bus kommen? Ellen wimmerte, schloss die Augen und warf den Kopf in den Nacken. Oh, die Kahnstellung. Aber die Beißhemmung gab es beim Menschen nicht. Erika drehte den Kopf und schaute sie an. Fast entrüstet. Was wollte die denn? Dieser stechende Blick. Dieser überlegene Ausdruck. Erika ließ die Kastanien fallen und stieg gleichmütig ein. Wie eingebildet dieses Mädchen ist. Eigenartig. Diese kleine Mulde in Erikas Nacken zwischen den abfallenden Schultern. Das unordentliche Haar. Wirbelhöcker über der hängenden Kapuze. Knochen unter heller Haut, darauf das feine Geschwinz der Blätterschatten. Feine Striemen wechseln sich mit kräuselnden Wolken ab. Jetzt erhob sie sich. Warum steht sie auf? Ach, richtig, der Bus hält ja. Es war das letzte der drei Gehöfte. Ein paar Häuser am Waldrand. Sie war die Einzige, die ausstieg. Der Rucksack hing auf einer Schulter. Haltungsschäden vorprogrammiert. Eine Kurve. Sie war nicht mehr zu sehen. Auto kaputt? Blitzmerker. Ja, ja. Die Batterie. Kenne ich. Kenne ich. Hatte ja auch mal eins. Sie kannte alle seine Geschichten. Aber darum ging es nicht. Einmal am Tag mit Hans reden war eine gute Tat. So kann er sich einbilden, dass es ihn noch gibt. Wusstest du, dass Wildbienen fleißiger als Honigbienen sind? Weil sie nicht in Staaten leben, sondern allein oder in lockeren Wohngemeinschaften. Aber die sterben ja alle, die Bienen. Dir brauche ich ja nicht zu sagen, was das heißt. Wenn die Biene stirbt,
hat der Mensch noch 4 Jahre. Wo hast du denn das wieder her, Hans? Ich lese Zeitung, ich höre Radio. Ich nehme die Außenwelt durch die Membran der Medien wahr. Mit seiner rotgetigerten Katze ging er abends auf dem Feld spazieren. Manchmal sagte er, Elisabeth und ich. Elisabeth und er. Wart mal. Er bückte sich, streichelte die Katze und hob etwas auf. Eine einzelne, rostige Schraube. Ah, siehst du? Die kann man noch mal gebrauchen. Sein Tag war gerettet. Hans im Glück, arme Sau. Einen schönen Tag noch, Hans. Er hat seine Ration bekommen. Ach, ich mag das, wenn du meinen Namen sagst. Das tut gut. Passiert nicht oft. Er kniff die Augen zusammen. Es wird ja einfach nicht mehr miteinander geredet. Der Betreff der Mail hatte 2 Wörter. Just married. Diese Worte verstand selbst Inge Lohmark, obwohl sie kein Englisch konnte. Just also. Sie klickte auf die unterstrichene Zeile. Da war ein Foto. Ein grinsendes Paar. Beide in weiß. 2 Fremde. Steven stand da. Steven und Claudia. Der Mund trocken. Der Hals ganz eng. Inge Lohmark hatte das Gefühl, einen Bonbon zu verschlucken. Zwei Vererbungsvorgänge. Die Kraniche waren immer noch da. Eine stärkstende Schar, die täglich größer geworden war. Schon Mitte November. Würden sie endlich aufbrechen? Inge Lohmarks Atem stieg wie Dampf auf. Es war kalt. Worauf warten die denn? Wie gut es sein muss, einem Trieb zu folgen? Sie schloss das Fenster. Wie immer war Wolfgang schon bei seinen Straußen und hatte einen halbgedeckten Frühstückstisch hinterlassen. Ein zusammengeknüllter grüner Overall, ein Unterhemd, blaue Sportsocken. Seine Art, um frische Wäsche zu bitten. Es musste unbedingt wieder ein grüner Overall sein, weil die Hirne dieser Vögel zu klein waren, um sich Gesichter zu merken. Für Wolfgang waren es die klügsten Tiere überhaupt. Er war geradezu verliebt in sie. In ihre von Natur aus getuschten Wimpern, in den schlingernden Gang. Und weil sie total auf ihn fixiert waren. Jedenfalls solange er einen grünen Overall anhat. Inge Lohmark in der vorletzten Reihe. Dort war der Dieselmotor am lautesten und übertönte den Lärm, der spätestens 5 Haltestellen weiter ohrenbetäubend sein würde. Jennifer stieg ein und zog Kevin hinter sich her. Glänzendes Metall mitten im Gesicht. Sowas legt man Bullen an, um sie an der Führstange halten zu können. Dieses unruhige Mädchen vor ihr, eine violette Schmetterlingsspange, die immer wieder über die Lehne hüpfte. Jetzt kam ein Mädchen angewackelt, höchstens 12. Alles schon da, alles schon vorbei. Du sollst nach vorne kommen, zu Juliana. Der Schmetterling machte sich sofort auf den Weg. Die Hackordnung war prächtig ausgebildet. Und Einpeitscher fanden sich immer. Haare ziehen. Auflauern auf dem Nachhauseweg. Geklaute Turnbeutel. Kloppe auf dem Klo, Hose runter. Futter für das Wir-Gefühl. Auch Ellen wurde gerade von irgendjemandem in den Schwitzkasten genommen. Wirklich gefährlich sah es nicht aus. Jedenfalls wehrt sie sich noch. Jennifer und Kevin hatten Langeweile. Liebst du mich? Klar. Sag meine Handynummer. Was? Meine Handynummer, die wirst du ja wohl auswendig können. Wieso? Ist doch eingespeichert. Los, mach schon. 0, 1, 7. Weiter. Jetzt bog der Bus in die Sackgasse ein, an deren Ende Erika stand, wenn sie nicht krank war. Aber Erika war gesund, grüßte mit ihrem Hundeauge und nahm auf Lohmarks Höhe Platz. Das Fenster spiegelt. Erika... Schwache Beleuchtung. Vor dem Tannenwald. Seitenverkehrt. Kaum Information. Fiel alles unter Datenschutz. Was holt sie da aus ihrem Rucksack? Das Tafelwerk. Sie blätterte, suchte eine bestimmte Seite. Einen Freund? Ausgeschlossen. Menstruation hin oder her. Bestimmt Haustiere. Aber keinen Hund oder Katze. Eher kleines Getier. Salamander, Schnecken.
genügsam und leicht zu beobachten. Nicht zu hinstarren. Stielaugen. Wie die empfindlichen Fühler. Schnecken. Nachmittage. Als Kind hat sie selbst immer mit Schnecken gespielt. Dass sie ausgerechnet den Tieren ein Haus gebaut hatte, die ihr Heim mit sich herumtrugen. Sie hatte gedacht, alle bräuchten ein Haus. Ein Bett. Erika auch. Mit Waldblick. Zieht sich aus. Einfach nur, um nackt zu sein. Geht im ganzen Haus spazieren. Die Eltern waren ja fort. Eulenrufe. In der Nacht. Nacktschnecken. Ihr was sagen. Irgendwas. Einfach so. Na, Sie schreiben jetzt viele Arbeiten, oder? Erika blickte auf, schaute sie an. Ja, ja. Haben Sie sich alles noch mal genau angeschaut? Was? Erika war erschrocken. Wegschauen. Raus. Aus dem Fenster. Aus dem Fenster gelehnt. Ruhig, Blut. Was war denn los mit ihr? Gar nichts. Sie hatte nichts gesagt. Nichts verraten. Weiterfahren. Immer weiter. Das war alles ganz normal. Was ist schon normal? Na, alles. Wie die Schnecken sich paaren. Das dauerte ewig. Die Jungen kletterten auf die Alten und die Nachkommen wieder auf jene, die einmal jung gewesen waren. Jung mit alt. Das waren alles Zwitter. Was sollen die anderen von mir denken? Erika? Blätterte im Biologiehefter. Hefte und Bücher weg. Wie milde ihre Stimme klang. Das hatte sie gar nicht gewollt. Kollektive Schockstarre. Vor einer Woche erst hatte sie die letzte Klausur zurückgegeben. Aber jetzt kommt die Kür. Nur so zeigt sich, wer wirklich aufgepasst hat. Auf dem Weg vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis geht Alan verloren. Ob sie schön sei, hatte Claudia mal gefragt. Was soll man denn darauf antworten? Du siehst lustig aus. Lustig war doch nett. Ein faltiger Batzen, hässlich wie die Nachgeburt. Wer hatte das gesagt? Ihre Mutter. Es war ihr immer noch ein Rätsel, dass diese Frau sie geboren haben sollte. Oder habe ich das zu Claudia gesagt? Manchmal hatte sie gedacht, Claudia sei gar nicht ihre Tochter. Obwohl sie bei ihrer Geburt doch dabei gewesen war. Nach 36 Stunden Wehen. Sie war 2 Wochen über dem Termin. Bevor man sie endlich in den Kreissaal ließ, steckte ihr die Schwester im Waschraum einen roten Gummischlauch in den After. Schwarz-weiße Fliesen, wie in einer Fleischerei. Das kalte Wasser lief ihr die Beine runter. Zusammenkneifen, brüllte die Schwester. Und hielt die Kanne noch ein Stückchen höher. Immer wieder zusammenkneifen. Erika, aufmerksam. Las ihre Antworten noch einmal durch. Selbst mit offenem Mund ist sie schön. Jetzt flackerte schon wieder die Neonröhre. Geht aus. Ellen saß fast im Dunkeln. Genug. Zum Ende kommen. Der Countdown läuft. Noch 10 Sekunden. Stifte und Finger weg. Alle taten total erschöpft. Als ob sie irgendwas geleistet hätten. Sie hiefte die große Rolle auf den Ständer, das Kreuzungsschema zweier rein erbiger Rinderrassen. Dominant, rezessiver Erbgang. Schreiben Sie mit. Sobald 2 rein erbige Individuen gekreuzt werden, die sich in mehr als einem Merkmal unterscheiden, kommt es in der 2. Tochtergeneration zu einer echten und dauerhaften Neukombination von Erbanlagen. Diesen Drang abzuhauen hat Claudia von Wolfgang. Damals war er auch einfach gegangen, hatte Ilona und die Kinder zurückgelassen. Für sie. Frau Lohmark? Ja, Paul? Warum heißt das eigentlich Tochtergeneration? Wie soll denn das sonst heißen? Naja. Er fummelte an seiner Kapuze herum. Zum Beispiel vielleicht Sohnesgeneration? Sie stand auf und lehnte sich ans Pult. Der Beitrag der Männer zur Fortpflanzung ist letztendlich gering. Die Fortpflanzung ist weiblich. Warum zum Beispiel haben Männer Brustwarzen, obwohl sie nicht stillen müssen? Ratlosigkeit. Erogene Zone. Kevin. Wer sonst? Weil die Embryogenese grundsätzlich erst einmal das Weibliche vollzieht. Auch wenn vom Moment der Befruchtung an klar ist, welches Geschlecht der Embryo einmal haben wird. Das Y ist nur dafür da, dass die Entwicklung zum Weiblichen unterdrückt wird. Männer sind nicht Frauen. Endlich fraßen sie das Korn.
das sie seit Wochen ausgestreut hatte. Die meisten Erbkrankheiten liegen auf dem X-Chromosom. Deshalb haben Männer keinerlei Ausgleich. Sie sind anfälliger und sie sterben früher. In der Kastanie draußen hockte eine Gruppe von Krähen. Claudia fehlt Wolfgang nicht. Er war ja daran gewöhnt, nichts von seinen Kindern zu wissen. Die Wildform des Rindes, wie heißt sie nochmal? Eine einsame Meldung. Ja, Ellen? Auerochse? Gut. Und wo lebt der Auerochse heute? Vage Verunsicherung. In Bayern. Es kam von Kevin. Er finde das anscheinend komisch. Der Auerochse ist ausgestorben. Tot vergraben für immer. Noch vor der Stellerschen Seekuh. Merken Sie sich das. Der Blutdruck. Sie musste sich setzen. Mit der Domestizierung des Rindes vor etwa 10.000 Jahren begann die Zivilisation. Die Zucht. Das ist eine Wissenschaft für sich. Eine Form der Erziehung. Man wählt die ertragreichen und umgänglichen Exemplare aus und kreuzt sie weiter. Kultur kommt von Kultivieren, von Zucht und Ackerbau. Und Haustiere zum Beispiel sind Kulturgüter, lebendige Denkmäler. Wenn einzelne Rassen aussterben, dann sind sie für immer verloren. Das ist nicht wie mit Häusern, die man wieder aufbauen kann, wenn man die Baupläne irgendwo wiederfindet. Sie war immer gern in den Palast gegangen. Irgendwann werden sie den auch wieder aufbauen. Aber die Kühe ihrer Kindheit, das schwarzbunte Milchrind, würde es bald nicht mehr geben. Und jetzt schlagen Sie bitte mal das Buch auf. Seite 89. Aufgabe 12. Tom? Entscheide, bei welchen der folgenden Merkmalsänderungen es sich um Mutationen, schwieriges Wort, oder um Modifikationen handelt. Von wegen Lesekompetenz. Und begründe deine Ordnung. Und warum das Schulbuch sie duzte. Danke. Jetzt jeder für sich. Lösung ins Heft bitte. Oh, Meerschweinchen! Bei den albernen Nagern flippte immer jemand aus. Das ist die Gelegenheit jetzt. Wer von Ihnen hat denn ein Haustier? Tiere zogen immer noch. Sogar nach der Geschlechtsreife. Hartnäckiges Fingerschnipsen. Aha, so, danke. Und Sie, Erika? Sie hatte sich nicht gemeldet. Die ganze Stunde nichts gesagt. Mein Haustier ist gestorben. In den Sommerferien. Sachlicher Ton. Aber Ihr Blick, das hängende Auge, aus der Zeit gefallen. Ach so. Das hatte sie nicht gewollt. Erika schaute weg, zog die Schultern hoch. Ein verwundetes Tier. Themawechsel. Jetzt. Vergessen Sie nicht, es gibt Erbanlagen und Umwelteinflüsse. Der Genotyp ist unveränderbar, aber der Phänotyp kann je nach Lebensbedingungen ganz unterschiedlich ausfallen. Wie ein Organismus aussieht, das bestimmt nicht das Erbgut alleine. Die DNA liefert nur die Voraussetzung. Erbgleiche Bohnen, die auf unterschiedlichen Böden unterschiedlich gut gedeihen. Ja, Tabea? Es ist ja wie mit dem Horoskop. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Sie drehte sich weg zum Fenster. Die Krähen waren verschwunden. Tabea, nicht jeder Gedanke verdient es, artikuliert zu werden. Jetzt umdrehen. Und sollten Sie auf dem Gymnasium bleiben wollen, prüfen Sie bitte in Zukunft, ob Sie wirklich etwas Substanzielles zum Unterricht beizutragen haben. Mitten ins Gesicht. Und zwar bevor Sie den Mund aufmachen. Immerhin war die jetzt mundtot. Und finden Sie Ihre Blutgruppe heraus. Und die ihrer Eltern, samt Rhesusfaktor. Sie alle zur nächsten Stunde. Mal sehen, ob wieder ein Kind dabei ist, das danach keinen Vater mehr hat. Claudia war Rhesus-positiv, sie Rhesus-negativ. Antikörperbildung. Sie können gehen. Alle stürzten hinaus. Und Erika? Worauf wartet die denn? Sie ging ganz langsam am Lehrertisch vorbei. Als ob sie das mit Absicht macht. Fester Blick. Ihre grünen Augen. Danke. Bitte. Sie würde es bestimmt keinem erzählen. Auf dem Schulhof standen alle Spalier, das ganze Volk, nach Jahrgängen geordnet. Links die oberen, rechts die unteren Klassen. Liebe Schülerinnen. Kunstpause. Und liebe Schüler. Nicht zu vergessen, hochgeschätzte Kolleginnen und Kollegen. Was ist denn das für ein Geruch? Es stank nach erbrochenem Buttersäure. Das humanistische Gymnasium ist eine Errungenschaft unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Vater war so früh gestorben. Einfach umgekippt.
als ob er nicht den Mut gehabt hätte, von einem seiner langen Spaziergänge einfach nicht mehr zurückzukommen. Sie war oft mit ihm unterwegs gewesen, beobachteten Tiere und sammelten Pilze, die ihnen die Mutter widerwillig zubereitete. Und jede Feder, die sie fanden, stopften sie in einen Beutel, den sie im Frühjahr auf der Wiese ausschütteten. Als Unterstützung für die Schwalben beim Nestbau. Einmal hatte sie dabei sein dürfen. Im Heer von Treibern Knüppel an die Stämme geschlagen. Das Schwarzwild vor die Flinten gescheucht. Im Dickicht die Gewehre der Jagdberechtigten, der Parteimitglieder, seiner Kollegen. Ein Privileg seines Amtes. Was er wirklich arbeitete, wusste wohl nicht mal ihre Mutter. Wir leben in einer Wissensgesellschaft. Und Bildung. Bildung ist das höchste Gut. Und nur gemeinsam. Kooperation mit der Staatsmacht. Zusammenarbeit ist immer ein Risiko. Entwicklung hat nichts mit Wachstum zu tun. Dass Vater einfach so gestorben ist. Ihre Haare waren weiß geworden. In ein paar Wochen nur. Plötzlicher Melaninrückgang. Sie war gerade 30. Claudia im Ferienlager. Wie erschrocken sie war, als sie zurückkam. Das Jahr darauf hatte sie Claudia im Unterricht. Heute ist sowas gar nicht mehr erlaubt. Aber das hier, das ist keine Lehre. Das sind unerschlossene Möglichkeitsräume. Endlich fiel ihr ein, was so stank. Der Ginkgo-Baum. Das Ungetüm von einem Baum war ein Überbleibsel des alten Schulgartens, als Zierde gedacht. Ein Ginkgo hatte selbst Hiroshima überlebt. Der konnte 1000 Jahre alt werden. Wie diese Mammutbäume, die wir mit Claudia besichtigen wollten. Aber dann sind wir doch nicht nach Norden gefahren. Frau Schwanecke? Dem Siezen nach zu urteilen, 10. Klasse. Das Duzen gab es ja erst ab der 11. Ja. Die Schwanecke drehte sich mit dem ganzen Oberkörper. Wie sie das genießt. Müssen wir das Gedicht wirklich schon morgen vorstellen? Aber Caroline, das hatten wir doch so vereinbart. Was für große Zähne die Schwanecke hat. Das rosa Fleisch hatte sich zurückgebildet. Ich hab aber erst den Anfang. Naja, aber das ist doch super klasse. Dann besprechen wir morgen in der Stunde, wie es weitergehen könnte. Ja? Danke, Frau Schwanecke. Die kann doch nicht wirklich so beliebt sein. Einige von ihnen muss man lieben, um sie zu ertragen. Wenn sie so vor einem stehen, so ganz klein und verzagt, manchmal auch ein bisschen frech. Da gibt's doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder abhauen. Dieser Blick. Oder lieben. Der Lippenstift war schon verblasst, aber die Umrisslinien standen noch da. Helles Puder, das die Poren verstopfte. Sehnsucht nach der großen Bühne. Und ich hab mich immer für die Liebe entschieden. Die hätte wirklich Schauspielerin werden sollen. War sie ja auch. Ich meine, Gedanken auszutauschen, das ist eigentlich etwas sehr Schönes und... Diese Zähne zum Fürchten. Etwas sehr Intimes. Warum erzählte sie ihr das? Weit und breit kein Rampenlicht, kein Publikum, keine Aussicht auf Applaus. Sie haben's gut. Wann kommt denn nun eigentlich Ihre Tochter wieder? Bald. Perfide Person. Was bildete die sich ein? Und ihr Mann? Na also, Volltreffer. Hoffentlich war jetzt Ruhe. Er hat eine andere. Natürlich. Bekenntniswahn. Sie ist jünger. Hose runter. Und jetzt auch noch schwanger. Nicht gerade originell. Ich kann keine bekommen. Selbstentblößung, Selbstentblödung. Als ich klein war, da habe ich meine Mutter gefragt, wie man eigentlich ein Kind bekommt. Und was denn nun noch? Dann hat meine Mutter gesagt, dass ausgerechnet die Mitmenschen, die sich ihres Feingefühls rühmten, einem so penetrant ihre Gefühle aufdrängen mussten. Wenn man sich ganz doll eins wünscht. Nicht hingucken, das spornt nur an. Inge. Sie zog die Schultern hoch. Inge. Lippenbewegung, kaum Stimme. Sie heulte doch nicht etwa. Ich darf doch Inge sagen. Erpressung war das. Alles mit Absicht. Ja, darfst du. Missbrauch beim Mittagessen. Ein Schluchzen. Ihre mageren Hände. Eine Umarmung. Ein Klammergriff. Ihre Brüste. Weich und warm. Selbst Ellen wurde in Ruhe gelassen und war in ein Buch versunken. Weit und breit kein Auto. Mitten in der Woche Sonntagsstimmung. Wer fehlte, war Erika. Wo bleibt sie denn? Inge Lohmark stellte sich so hin, dass sie sowohl die Stadtseite als auch den Weg zur Schule im Blick hatte.
den Wall, die Straße zum Markt. Nichts. Fehlanzeige. Der Bus kam. Alle stiegen ein. Fahren Sie! Ich hab was vergessen. Das dumme Gesicht des Busfahrers. Der Schulflur war dunkel. Nirgendwo mehr Unterricht. Schlanke Eisenstreben, ein Gitter, die Treppe hoch. Antikörper. Falscher Rhesusfaktor. Es hat einfach nicht gepasst. Sie hatte Claudia geboren und gefüttert. Ihre Pflicht erfüllt. Stillen ging nicht. Milch hatte sie keine gehabt. Lomag, was machst du denn noch hier? Die Tür zum Direktorenzimmer stand offen. Die Sekretärin arbeitete nur halbtags. Hab was vergessen. Was denn? Einfach seine Taktik anwenden. Und du? Kreuzworträtsel. Ägyptischer Gott des Totenreichs. Na? Ist das jetzt deine Frage? Oder österreichische Schauspielerin mit 13 Buchstaben. Keine Ahnung. Auch nicht. Na gut, was haben wir da noch? Warte mal. Ach ja, erster Mensch mit 4 Buchstaben. Affe, es kam ganz automatisch. Wie ein Reflex. Hä? Affe! Affe? Affe? Ich fasse! Er rollte mit seinem Stuhl zurück und warf den Kopf nach hinten. Jetzt fiel ihr die richtige Antwort ein. Affe? Sag mal, dafür kriegst du glatt ein Bienchen. Komm, Lomag, setz dich mal her. Der Stuhl war unbequem. Kattner rollte wieder zum Schreibtisch. Es gibt da ohnehin etwas, was ich dir sagen wollte. Immer diese Kunstpausen. Wie du weißt, ist ja nicht sicher, was mit uns allen, also mit mir schon, aber was da auf euch zukommt in 4 Jahren. Da kann es unter Umständen sogar ganz ratsam sein, sich schon vorher mal nach einem anderen Wirkungsbereich umzusehen. Neubrandenburg zum Beispiel. Wovon redet er? Naja, deine Fachlichkeit würdest du in dem Fall natürlich behalten. Fachlichkeit? Wieso? Wovon spricht er eigentlich? Oder aber, tja, oder du bleibst hier in der Stadt. Regionalschule? Keine 10 Pferde. Erpressung ist das. Nee. Die sind auch überbesetzt. Nein. Viel besser. Du könntest noch einmal ganz von vorn anfangen. Das ergibt alles keinen Sinn. Grundschule. Naja, ich meine, dafür bist du doch Lehrerin geworden, oder? Um den Kindern was beizubringen. Deswegen war sie ganz bestimmt nicht Lehrerin geworden. Naja, wie auch immer. Du weißt ja, das Arbeitslosengeld wird ganze 2 Jahre gezahlt. Er konnte ihr gar nichts. Die sozialistische Persönlichkeit wird in erster Linie durch den Arbeitsprozess geformt. Kein Leben ohne Arbeit. Aber ich frage mich ganz was anderes. Was ist eigentlich los mit dir? Naja, dein Auto muss doch längst wieder aus der Werkstatt sein. Warum fährst du denn immer noch mit dem Bus? Der Kopf. So schwer. Schon für die Geburt zu riesig. Dieses viel zu große Gehirn. Ein Wissensspeicher, überdimensioniert, wie das Geweih des eiszeitlichen Riesenhirsches, die Stoßzähne des Mammuts, die langen Eckzähne des Säbelzahntigers. Was nützte es? Diese Anhäufung von Wissen. Ein Tier müsste man sein. Ein wirkliches Tier. Bei Gefahr wirft die Eidechse ihren Schwanz ab. Kattner knipste die Schreibtischlampe an. Es war schon dunkel geworden. Das Licht fiel auf seinen Mund. Die Augen im Schatten. Wo war ihr Instinkt geblieben? Wie war sie hierher gekommen? Wo war der Schwanz, den sie jetzt abwerfen konnte? Entwicklungslehre. Blühende Weidenkätzchen und weißgetupfte Schlehen, stechend gelbe Forsythien, dünne Birken mit grünen Zweigen. Seit Tagen hatte es nur geregnet, aber heute Morgen war der Himmel tiefblau und beinahe wolkenlos.
Bald war Ostern. Übernächste Woche begannen die Ferien. 10 Tage wurde auch Zeit. Kaum ein Auto. Keine Schüler am Fahrbahnrand. Der Bus war längst durch. Das Fenster ließ sich nur schwer hinunterkurbeln. Früher oder später würde sie doch ein neues Auto brauchen. Die Gerste strotzend grün. Beinahe bläulich. Eine dunkle Silhouette im Gegenlicht. Jemand stapfte über das Feld, die Arme hinterm Rücken verschränkt. Sie nahm den Fuß vom Gaspedal. Neben der Gestalt ein wuselnder Fleck. Ein kleines rotbraunes Tier. Hans. Jetzt erkannte sie ihn. Es war Hans. Mit Elisabeth, die da durchs Gras schnürte, ab und an kleine Sprünge machte, um nicht hinter ihm zurückzufallen. 2, die sich gefunden haben. Er machte es schon richtig. Man hangelte sich ja doch nur von Ferien zu Ferien. Wieso war der Bus noch da vorne? Mitten auf der Straße. Liegen geblieben, offensichtlich, auf dem Feld Kevin und Konsorten. Der Fahrer lief um den Bus herum, ein Mobiltelefon am Ohr, Ellen an seiner Seite. Jetzt öffnete er eine Klappe und steckte seinen Kopf hinein. Und da war Jennifer. Sie kam näher und winkte ihr zu, wollte irgendetwas sagen, beschleunigen und überholen. Ein Glück, dass sie wieder mit dem Auto fuhr. Das hätte noch gefehlt. Mit der Meute auf großer Fahrt. Ein unfreiwilliger Wandertag. Auf der Flucht. Flucht nach vorn. Das letzte Dorf. Tiefe Zäune, zugezogene Gardinen. Menschenleer. Da stand sie. Sie steht wirklich da. Natürlich. Wo auch sonst? Tür auf. Steigen Sie ein. Der Bus ist liegen geblieben. Sie setzte sich, zwang den Rucksack zwischen die Knie, zog die Tür zu, griff nach dem Gurt und schnallte sich an. Der Motor heulte auf. Zu viel Gas. Sie schaute gar nicht her. Kein Wort. Der Storchenbiss. Verführung Minderjähriger. Das Radio anmachen? Nein, lieber nicht. Lenkt nur ab. Frische Luft. Das Fenster wieder einen Schlitz weit öffnen. Luft zum Atmen. Jetzt war es besser. Draußen vereinzelte Bäume auf den Feldern. Das sind Eiszeitlöcher. Jetzt. Endlich drehte sie sich um. Die Baumgruppen auf den Feldern, diese vermoorten Senken, die stammen noch aus der Eiszeit. Erika tat so, als ob sie sich am Schienbein kratzte. Unbekümmert wie ein Kind. Schamlos. Gibt es eigentlich weibliche Pädophilie? Haben Sie mal einen Rehkitz gesehen? Ich meine, in freier Natur? Jetzt schaute sie demonstrativ aus dem Fenster. Nee, wieso? Endlich ein Wort. Als Kind habe ich mal in so einer Baumgruppe ein Rehkitz entdeckt. Im Gebüsch unter einem Hochstand. Wir haben uns direkt angeguckt, das Rehkitz und ich. Es war wunderschön, zum Anfassen nah, vielleicht einen halben Meter weit weg. Ich hätte nur die Hand ausstrecken müssen, um es zu streicheln. Das Fell war rotbraun mit weißen Punkten. Aber ich habe es natürlich nicht angefasst. Sie wissen ja sicherlich, die Mutter hätte es verstoßen. Wegen des fremden Geruchs. Sie rutschte auf dem Sitz herum, die Knie zusammengepresst. Wer weiß. Vielleicht hatte sie sogar Angst. Schließlich könnte sie alles mit ihr machen. Alles. Was sollte das denn sein? Was würde sie denn mit ihr machen wollen? In den Wald. Auf Hochstände, in die Sölle, Hand in Hand. Ob sie wollte oder nicht. Einsperren, aussetzen, irgendwo, einfach nur so. Kindesentführung. War sie überhaupt noch ein Kind? Auf jeden Fall minderjährig, nicht mal besonders hübsch. Sie war nicht besser als die anderen, starrte nur so vor sich hin. Geistlos, sie an einen Baum fesseln, sie dazu zwingen, genau hinzusehen, endlich einmal Antwort zu geben. Vielleicht würde ja ein Rehkitz vorbeikommen, das hätte sie dann davon. Ihr den Mund stopfen, damit sie nie mehr etwas sagt. Wie sie einfach so da saß, atmete. Als ob nichts wäre. Es war ja auch nichts. Es gab nichts mehr zu sagen. Draußen in der Gartenkolonie blühen schon flammende Wildtulpen. Vor dem Autohaus flatternde Fahnen, im Schatten der Zweige auf den Fassaden. Ihre Nische auf dem Lehrerparkplatz war frei, wie immer. Erika löste den Gurt, griff nach dem Rucksack, stieg aus, warf die Tür zu. Viel zu laut.
Guten Morgen. Auch das noch. Die Schwanicke, die auf ihrem roten Fahrrad angerollt kam. Grüß dich, Inge. Sie grinst. Sie hatte alles gesehen. Setzen. Im Theater spielten sie ja auch, solange das Publikum in der Überzahl war. 6-1. Erika und die 5 Hanseln aus der Stadt. Also, Vorhang auf. Schwämme, Algen, Dreilapper, Armfüßer, Wirbellose, Stachelhäuter, Muscheln, Moostierchen, Kopffüßer, Gliederfüßer, Panzerfische, Nacktsprosser, baumhohe Farne, Meerechsen, Riesenlibellen, Steinkohlewälder, segelnde Flugdrachen, langhalsige Riesenechsen, federlose Strauße, Urpferde, Säbelzahntiger, Mammuts und der Urmensch. Das Zentrum der Spirale war ein schwarz-grauer Schlund, ein Strudel in die unvorstellbare Vorvergangenheit, ein Mahlstrom in die Tiefe eines Ozeans, aus dem alles erwuchs, neblig und dunkel wie alle Theorien des Anfangs. Haeckels Urschleim, Oparins brodelnde Ursuppe, Millers Uratmosphäre in gasgefüllten Glaskolben. Woher kam das Leben? 3,7 Milliarden Jahre. Im Lehrplan stand, ein Gefühl für die Zeiträume vermitteln. Mehrzelliges Leben entwickelte sich erst vor etwa 500 Millionen Jahren. Vorher war das Leben einzellig. 3 Milliarden Jahre lang war die Erde nur von einfachsten, bakterienähnlichen Lebewesen besiedelt. Bis heute die erfolgreichste Form der Existenz. Ein Leben auf Schmarotzerbasis. Eine Dauerform. Die wahren Herrscher der Welt. Ohne Gehirn und ohne Nerven. Ihre Hausaufgabe war, den einzelnen Zeitaltern Tiere und Pflanzen zuzuordnen. Also, Ferdinand, wie sah es aus im Ordovizium? Der Stimmbruch hatte ihn endlich erhört. Erste Wirbeltiere, Kieferlose. In ganzen Sätzen, bitte. Zum ersten Mal Wirbeltiere, kieferlose Fische, Muscheln, Korallen und Seeigel. Und das sind Algen. Aber immer noch keine ganzen Sätze. Die Algen, die entfalten sich. Sie haben die Quallen vergessen. Die entfalten sich auch. Die dürfen Sie nicht vergessen. Das Ordovizische Meer war voller schillernder Quallen. Schon das Kambrische, wie die auf dem Flur. Mhm. Er nickte wie ein gelehriges Pony. Und in der Kreide? Ein Blick in die Klasse. Jakob? Heute im Polunder, sein eigenes Abziehbild. Immer grüner. Die Tür flog auf und die Horde von der Landstraße fiel ins Klassenzimmer. Mit leuchtenden Gesichtern und Sturmfrisuren, wie nach einer Bergbesteigung. Ja, setzen Sie sich auf Ihre Plätze und verhalten sich gefälligst ruhig. Also, Jakob? Er hüstelte, starrer Blick in die Aufzeichnungen. Entstehung von immergrünen Laubfeldern, Entwicklung der Vögel, Blütezeit der Dinosaurier. Und was passiert am Ende mit denen? Die sterben aus. Wie ein Bestatter. Aber Sie wissen ja, der Tod des einen ist die Geburtsstunde des anderen. Und das Lebewesen aussterben ist eines der wichtigsten Merkmale des stammesgeschichtlichen Prozesses. Ein Rundgang. Vor dem Fenster die Thronhäupter der Kastanien. Wir sind nur hier, weil viele andere auf der Strecke geblieben sind. Wenn ein Lebewesen stirbt, beginnt normalerweise die Zersetzung. Einige wenige Organismen allerdings bleiben von der Zersetzung verschont. Echte Kunst. Kinderschätze. Nur weil es Fossilien gibt, wissen wir überhaupt von früheren Leben. Die Fossilien sind die Zeugen der Evolution. Die Brückentiere, ihre Kronzeugen. 4 Säugetierskelette bei der Menschwerdung. Hinweise auf die Stammesgeschichte finden sich natürlich auch im menschlichen Körper. Der Wurmfortsatz, das Steißbein, die Weisheitszähne. Dieser ganze Ballast, der in unseren Knochen steckt. Man stirbt nie an einer Krankheit, sondern an der Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die uns nicht auf diese Gegenwart vorbereitet hatte. Anatomisch gesehen sind wir immer noch Jäger und Sammler. Die Menschen waren längst nicht an die heutige Zeit angepasst. Sie hängen immer noch in der Altsteinzeit fest, hinken hinterher. Es war hart gewesen damals, der Anfang. Verzweifelte Referendare, die weinend aus der Klasse rannten. Das große Schulpraktikum am Ende des 4. Studienjahrs. Die Meute roch die Angst. Heulkrämpfe und Zusammenbrüche. Man selbst allein vor der Tafel.
Anfangs noch der Wunsch, in ihr Gelächter einzustimmen, die Seite zu wechseln, dazu zu gehören. Aber sie lernte schnell. Man musste sich einen Namen machen. Flucht nach vorn, den Spieß umdrehen. Schüler waren natürliche Feinde. Lohmark war bald jedem ein Begriff. Nehmen wir zum Beispiel den Schluck auf. Das ist nichts anderes als ein Relikt der Kiemenatmung. Jetzt hatte sie doch tatsächlich angefangen, sich selbst auf das Brustbein zu tippen. Sie schob das graue Polylux-Gerät vor das Lehrerpult und legte die Folie auf die Scheibe. 6 Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit rehähnlichen Tieren, die das Laub von den Bäumen fraßen. Wie Sie wissen, leben die Giraffen im Inneren Afrikas, in den Savannen, wo es kurze Regenzeiten und lange Trockenperioden gibt. Der Boden wird dann dürr und karg. Und nur Bäume, die tiefe Wurzeln haben, tragen noch Blätter. Sie sind oft die einzige Nahrung für die Giraffen. Mit gestrecktem Hals erreichen die Tiere eine Höhe von etwa 6 Metern. Sie sind hochgradig spezialisiert. Ihr ganzer Körperbau, alles ist wie dafür gemacht, Blätter von hohen Zweigen abzuweiden. Wie aber die Giraffe? Ein Klopfen, wahrscheinlich draußen irgendwo. Wie aber die Giraffe zu diesem langen Hals kam, wurde ganz unterschiedlich. Schon wieder. Es war an der Tür. Herein. Es war Kattner. Entschuldigen Sie, Kollegin. Was will er denn? Weiß er was? Nur ungern störe ich Ihren Unterricht, aber... Das ist das Ende. Ja? Ihm zuvorkommen, nicht vor der Klasse. Können Sie bitte mal mitkommen? Loslassen. Selbstverständlich. Geraune. Stillarbeit. Ich bin gleich wieder da. Tür zu. Was denn? Warte ab. An der Wand die Quallen und die Seerosen. Kattner vorneweg. Nicht ausgelastet, seitdem die Ansprachen verboten worden waren. Beschwerden beim Elternabend und dann die Weisung der Schulamtsleiterin. Unzulässige Pausenverkürzung. Er öffnete die Tür. Da saß Ellen. Auf dem Stuhl vor dem Schreibtisch. Die Arme hingen hinunter. Die Haare unordentlich, verquollene Augen. Die hatte sie ganz vergessen. Ein Häufchen Elend. Schon mal was von Aufsichtspflicht gehört? Er ging in die Knie, beugte sich zu ihr. Ellen, erzähl doch einfach mal, was die mit dir gemacht haben. Hm? Wie auf Kommando fing sie zu weinen an. Er kam aus der Hocke hoch, seufzte. Ist schon gut. Ist schon gut. Warte draußen. In die Klasse brauchst du heute nicht mehr. Sie schleppte sich hinaus. Grüne Striemen auf dem Anorak. Er drückte die Tür hinter ihr zu und schüttelte den Kopf. Auf dem Jungsklo habe ich sie gefunden. In einem Zustand, das kannst du dir nicht vorstellen. Wie lange geht das denn schon so? Was denn? Eine Schülerin aus deiner Klasse wird seit Wochen, vielleicht sogar Monaten, von ihren Mitschülern drangsaliert und gequält. Und du willst davon nichts bemerkt haben? Hörst du überhaupt zu? Keine Katastrophe. Nicht mal ein kleiner Meteoriteneinschlag. Einen trifft es immer. Gruppendynamik. Jedes Wort. Hörte sie. Kreidelastiger Unterricht. Mangelhafte Sozialkompetenz. Verknöcherte Persönlichkeit. Aber ich hab gedacht, altes Eisen ist nun mal hart und hab mich sogar dafür eingesetzt, dass du noch bis zum Schluss hierbleiben kannst. Aber jetzt hört der Spaß auf. Das wird Konsequenzen haben. Es war zu spät, um sich von Wolfgang zu trennen. Du kannst jetzt gehen. Wer den längeren Hals hat, lebt auch länger. Und je länger man überlebt, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man es schafft, sich fortzupflanzen. Und natürlich werden viele Tiere, auch die mit den nicht so langen Hälsen, sich anstrengen, an diese Blätter zu kommen. Jeden Tag werden sie es erneut versuchen. Jeden Tag. Werden sie trainieren und es sich zur Gewohnheit machen, sich nach den Blättern zu strecken. Und irgendwann wird sich das auszahlen. Bei ihren Kindern und Kindeskindern. Und der Hals, der verlängert sich.
Die äußeren Einflüsse bleiben nicht ohne Folgen. Anpassung ist alles. Aber sie war noch nicht fertig. Über viele Generationen und lange Zeiträume hinweg haben sie diese unglaublich langen Hälse ausgebildet. So wie die Vorfahren des Menschen sich immer wieder über das Steppengras erhoben haben, um nach Feinden oder nach Beute Ausschau zu halten. Bis sie irgendwann aufrecht gingen. Jede Generation erntet die Früchte der vorigen. Jeder einzelne von uns muss sie strecken. Alles ist möglich. Wenn wir uns nur wirklich anstrengen. Was erzählte sie da eigentlich? Sie musste sich hinsetzen. Keine Hausaufgaben. Sie können gehen. Wie erschlagen. Der Moment beim Baden. Damals, als sie sich zum ersten Mal diese Frage stellte. Auf dem Küchentisch in der ovalen Zinkwanne. Von Mutter abgeschrubbt. Der harte Waschlappen hinterm Ohr. Zwischen den Zehen. Im grünen Badewasser das Holzboot. Ein Indianerkanu, das Vater ihr von einer Dienstreise mitgebracht hatte. Was gab es anderes als das hier? Wie alt mochte sie gewesen sein? Noch im Kindergarten. Aber für die Zinkwanne schon zu groß. Die Beine hingen raus, die Füße im Trocknen. Diese Frage immer. Der Blick zur Decke. Ins Licht. Die Lampe. Eine gleißende Kugel aus Milchglas am Ende einer Stange. Keine Antwort. Nicht mal ein Ansatz. Nichts. Leerlauf der Gedanken. Sie konnte es sich einfach nicht vorstellen. Und wie sie dachte, das lerne ich bestimmt in der Schule. Sport! Frei! Die Mädchen in einer Reihe. Augen geradeaus. Wie sie blinzeln. Die Sonne. Heute spielen wir Völkerball zur Verbesserung ihrer Kondition. Bilden Sie bitte zwei Gruppen. Schwindel. Sie musste sich schon wieder hinsetzen. Eine Bank in Reichweite. Okay, also... Beine ausstrecken. Erika, die Mädchen wählten. Jennifer, dass Beliebtheit immer vor Saskia, Sportlichkeit ging. Laura. Einwurf. Wer sagte, dass Entwicklung etwas Gutes war? Entwicklung war Entwicklung. Sonst nichts. Nichts als Konkurrenz trieb uns voran. Die angeborene Neigung zum Fortschritt. Es ging bergauf. Der Hals der Giraffe. Das Wasser bis zum Hals. Die Kirschen auf den oberen Ästen. Die Gletscher Grönlands. Sie brauchten uns nicht. Von wegen Ziel. Zielgerichtet war nichts. Aber der Tod doch, das Ende. Vorläufig. Überall wurde Sinn unterstellt. Der Ball härter jetzt. Er klatschte gegen einen Oberschenkel. Treffer. Raus. Claudia war meistens allein gewesen. Das Zeugnis. In der ersten oder zweiten Klasse. Claudia fällt es schwer, ihre positiven Ansichten im Klassenkollektiv durchzusetzen. Im Klartext, sie war nicht beliebt. Manchmal kam sie verweint nach Hause. Aber gewehrt hat sie sich nie. Auch nicht an jenem Freitag, in der vorletzten Stunde. Der Unterricht begann, Claudias Platz war leer. In der dritten Reihe. Irgendwann kam sie. Sie sah mitgenommen aus. Es musste etwas vorgefallen sein. Die Haare vorm verheulten Gesicht. Sie ignorierte die Blicke und schleppte sich an ihren Platz. Und dann war irgendwas. Sie selbst stand mit dem Rücken zur Klasse, schrieb etwas an die Tafel, als Claudia plötzlich aufschrie. Markerschütternd, unglaublich laut. Sie drehte sich um. Claudias Tisch war verrückt. Ihr Biobuch lag auf dem Boden. Claudia stand auf, lief nach vorn, direkt auf sie zu. Sie wimmerte: Mama. Ihre ausgebreiteten Arme. Und sie? Was willst du von mir?
Das waren ihre Worte. Ein Stoß. Von sich weg. Was wollte sie von ihr? Claudia fiel, blieb liegen, weinte immer noch. Wie sie da auf dem Boden lag, sich krümmte. Sie bekam kaum Luft, verschluckte sich an ihren Tränen, die Augen geschlossen, die Lippen aufeinander gepresst. Mama. Immer wieder Mama. Niemand ging zu ihr. Niemand tröstete sie. Auch sie nicht. Es ging nicht. Sie waren in der Schule. Es war Unterricht. Sie war Frau Lohmark. Wolfgang war nicht zu sehen. Ein Hahn trat aus dem Verschlag, stakste über die Weide. Aus Afrika kamen nicht nur die Giraffe und der Strauß, sondern auch der Mensch. Aber diese Strauße sind hier geboren. Ihre Heimat haben sie nie gesehen. Sie war ja auch noch nie in Afrika gewesen. Der Hahn kam näher. Er steckte den Kopf durch die Maschen. Seine behaarten Nasenlöcher. Der Flaum auf dem winzigen Kopf. Das Auge ist wirklich schön. Zwei gekugelte Äpfel im kleinen Schädel. Groß, schwarz, glänzend. Die langen dunklen Wimpern. Der Blick. Aufmerksam und geistlos. Irgendwo das Quietschen einer Schubkarre. Sofort zog der Strauß seinen Kopf zurück, streckte den Hals. Das Tor öffnete sich und eine Herde Jungvögel stürmte ins Freie, drängelnd, im Galopp, mit raumgreifenden Schritten. Pferde schnell, die Hälse wie Pendel. Ein Tier spreizte die Flügel und alle anderen taten es ihm nach. Das ganze Rudel breitete die Flügel aus. In immer enger werdenden Kreisen liefen sie hin und her und schlugen mit den Stummelflügeln, als ob sie abheben wollten. Lautes Gekrächze. Ein Schwarm Krähen, der plötzlich vom Himmel zu fallen schien. Ein Licht wie in einem Film. Aufgeblendet. Alles wie angestrahlt. Die Strauße tanzten über die Weide. Inge Lohmark stand am Zaun und schaute. Der Hals der Giraffe. Bildungsstück. Nach dem gleichnamigen Roman von Judith Schalansky. Es sprachen Inge Lohmark, Corinna Harfuch, Hans, Gottfried Breitfuß, Direktor Kattner, Jürg Löw, Frau Schwannecke, Ellen Schulz, Erika, Lilith Marie Hessle, Schüler, Julius Forster, Maximilian Schlett, Jakob Hofte, Sinja Day und Janka Eisinger sowie Schüler des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums Berlin. Ton und Technik, Wolfgang Rhein und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Regie Beate Andres. Dramaturgie Andrea Oetzmann.